Ich glaube, wir sind die Generation, die das meiste Glück gehabt hat eigentlich. Hunger nie erlebt, Frühen kein Thema. Auch so kein Leid erfahren, außer beim Zahnarzt. Aufmachen. Die 70er, ein Jahrzehnt, unvergesslich und prägend für mehrere Generationen. Ups. Für viele eine Zeit der Hoffnung. Goldene Jahre. Aufbruch. 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 Aufschwung. Cordoba 78. Ein Jahrzehnt der Reformen und des Aufbruchs. Des Aufbruchs verstarrter, verkrusteter Strukturen. Kreisky. Fortschritt. Veränderung. Öffnung. Wohlstand. Ruhelosigkeit und Gier. Welche Teile deines Körpers weißt du schon die richtigen Namen? Sprich dazu. Dein Lehrer hilft dir dabei. Die 70er beginnen wie die 60er enden. Prüde. Sex ein Tabuthema. Allein ein blanker Busen zieht Männer in Scharen an. Daheim wollen Väter aber nicht über das Wesentliche reden. Mit der Aufklärung wurde es so. Du, Vati? Ja, Mutti? Meine Eltern haben mich nicht aufgeklärt, nicht wirklich. Die haben mir nur irgendwann einmal eine Zeitung in die Hand gegeben. So eine peinliche Sache. Da liebe ich am besten die Mutti. Das war wahrscheinlich wie wenn man mit einem Stock am Kopf hat. Also und der war mein Kund und sagt, heißt Papa, von woher kommen die Kinder? Von Mann zu Mann redet es halt viel leichter. Wieso ich? Wir klären eigentlich Kinder auf. Das hat doch kein Mensch eine Ahnung. Aufklärung ist Sache der Schule. Das äußerlich sichtbare Organ des Mannes ist das Glied. Es besteht aus zwei Teilen, einem dicken Schwellkörper und vorne der Eichel. Meine Damen und Herren, guten Abend. Drei Tage noch. Bis zum entscheidenden Termin der österreichischen Innenpolitik. Wahlkampf 1970. Eines ist, wie es immer war, die ÖVP stellt den Bundeskanzler. Josef Klaus. Die ÖVP preist ihn als echten Österreicher. 4 Jahre regiert Klaus schon ohne Koalitionspartner. Österreichs erste Alleinregierung. Sie versucht, Tradition mit technischem Fortschritt zu verbinden. Der Klaus war für mich so ein sehr verlässlicher, aber sehr biederer Typus. Der eigentliche Reformer ist ja der Klaus gewesen. Nur, wir haben es nicht verstanden, das zu verkaufen. Es war auch der Klaus nur also ganz auf streng und konservativ und auch im Sprechen. Wenn man was Gutes Kredenz bekommt, das leicht jung bleibt. Und dann kommt der Kreisky und auf einmal kommt einer, der einen Schmäh hat. Das sind die Hunde. Meine große Liebe. Ich erinnere mich natürlich, dass damals in den Wochenschauen, wenn Kreisky aufgetreten ist, noch großes Gelächter erschollen ist. Er war also keineswegs der Mann, auf den Mann gehofft hat. Dass er jüdisch war, das war für mich ja kein Problem. Das war das Problem vieler Österreicherinnen und Österreicher. Schuhgrüße. Der Kreisky war von seinem Auftreten und von seinem Background war einmal ein Widerspruch für Österreich im positiven Sinne. Er hat Modernität verkörpert und wurde auch akzeptiert von Leuten, die der SPÖ an sich völlig fernstanden.
Angetreten ist ja die SPÖ in der Wahl 70 mit dem Slogan Modernisierung Österreichs. Wir wollen ein modernes Österreich. Links und ein Wahlkampfthema der SPÖ, das Bundesheer. Und das muss auskommen mit 6 Monaten Präsenzdienst. Ein Slogan, der zieht. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gebe das vorläufige Endergebnis der Nationalratswahl vom 1. Das war ein Schock für uns. Es wurde die ÖVP abgewählt. Es wurde nicht die SPÖ gewählt als die Partei der Zukunft. Das war ein Naturgesetz, dass die Bundeskanzler von der ÖVP gestellt werden. Im Statut der ÖVP ist drinnen gestanden, dass dem Parteivorstand der Bundeskanzler angehört. Wie das beschlossen und formuliert worden ist, da hat keiner dran gedacht, dass jemals wer anderer als ein ÖVPler Bundeskanzler wird. Die Sozialistische Partei Österreichs hat den größten Wahlsieg ihrer Geschichte errungen. Froher Mut macht die Arbeit gut. Darum beginne jederzeit alles tun mit Freudigkeit. Kreisky und sein Team. Erfahrung und Jugend. Die SPÖ gewinnt die Wahl, hat aber keine Mehrheit im Parlament. Die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP scheitern. Kreisky setzt auf die Unterstützung der Freiheitlichen, der Nationalen, setzt auf FPÖ-Chef Friedrich Peter. Die Spaltung des bürgerlichen Lagers gelingt und Kreisky bildet eine Minderheitsregierung mit stiller Duldung der FPÖ. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass es zu diesem Schulterschluss kommen wird. Ich habe gedacht, der Widerstand innerhalb der SPÖ würde zu groß sein. In Kreiskys Regierung Männer mit einschlägiger Vergangenheit. In Wahrheit war es absolut unverschämt, wie er da Nazis in sein Kabinett geholt hat. Für diese Sache übernehme ich allein die Verantwortung. Das konnte nur er sich leisten, mit seiner jüdischen Herkunft. Also die Schwarzen hätten es nicht machen dürfen. Ich hab's ihm auch nicht verziehen. Landwirtschaftsminister Hans Oellinger war bei der SS. Ich behaupte, ganz abgesehen von meinem prinzipiellen Standpunkt, dass jeder auf einen politischen Irrweg gelangen kann. Jetzt kann man sagen, Österreich war so durchsetzt, dass man eine Regierung ohne Anpotzte nicht zusammengebracht hätte. Ich denke, wenn man es wollen hätte, hätte man es schon zusammengebracht. Wir wollen also das moderne Österreich. Kreiskys Team nimmt mit unglaublichem Tempo Reformen in Angriff. Eine wahre Gesetzesflut. Das beeindruckt nicht nur die roten Stammwähler. Wir wollen aus Österreich ein gutes Vaterland des ganzen Volkes machen. Ich war begeistert. Ich war begeistert, dass dieser Mief von Jahrzehnten, das ist nicht echte Aufarbeiten von vielen Themen, nehmen Sie nur Eherecht, Strafrecht. Denken Sie an das Bildungssystem. Freie Schulfahrt, auch in entlegenen Gebieten. Neue Schulen, überall Universitätsreform, Gratis-Schulbücher. Fahrtenzuschuss, Bücherzuschuss, Schulzuschuss, Sterbezuschuss. Das heißt, damals ist der Wohlstand ausgebrochen. Urlaub. Zuerst gab's per Gesetz 3 Wochen, dann 4 Wochen. Ich war absolut glücklich, dass da was passiert. 40-Stunden-Woche und. Das ist ein Stück des Weges mit ihm gehen. Das war damals beeindruckend. Da kommt eine Ära. Das Gefühl hat man 71 gehabt. Diese Reformen von damals sind heute zur Selbstverständlichkeit geworden. Ich war sicher damals wesentlich mehr Kreisky-Fan als Fan der freiheitlichen Parteiführung. Es war wirklich das Gefühl, Ärmel hoch, gehen wir's an. 71 lässt Kreisky wählen und gewinnt die absolute Mehrheit. Nun regiert die SPÖ tatsächlich alleine. Für mich war klar, Ballspiel ist in einem Käfig.
Und der Käfig war so irgendwie der Treff und treffen sie im Käfig. Wir waren Parkbuben und haben im Park Fußball gespielt oder auch im Käfig mit Gittern. Darunter war Beton und der Unterlag waren Steine. Wir haben auf diesen Unterlagen gespielt und da kriegst du eine Fähigkeit, kriegst du eine Bewegungsschulung, kriegst du eine Technik. Ich habe mir nicht gedacht, ich bin in einem Käfig drin. Überhaupt nicht. Ich erfuhr, man trifft sich im Käfig. Ich bin gefallen, das ist ein Held. Das moderne Österreich. Beton überall. Er erobert alles. Dort, wo keiner ist, dürfen Kinder meist nicht hin. Wenn ich in der Wiese bin, dann schimpfen die Leute. Ja. Das Auto. In den 70ern wird es für viele erschwinglich. Das Straßenbild ändert sich rasant. Auto war ein Sehnsuchtsobjekt. Das erste Auto war natürlich ein VW Käfer, ist eh klar. Es war einfach schick, egal welche Kisten man gefahren ist. Das Bewusstsein gegenüber Auto war Auto heilig, Straße bauen. Also das war so viel Auto wie möglich. Wollen wir zuerst eine Gedenkminute einschalten, dass wir überhaupt in der Lage sind, ein Fahrzeug zu besitzen. Dass uns der Wohlstand erhalten bleibt, dass wir in der Lage sind, unser Fahrzeug immer im Schuss zu halten und dass der Frieden in unserem schönen Heimatland Österreich erhalten bleibt. Die Musik kommt noch. Spielst auf der Straße du mit Bällen, hast du den Tod zum Spielgesell. Was hinten rausgekommen ist, hat meinen damals überhaupt nicht interessiert, außer es hat wirklich gestunken. Das Auto vorbeigefahren ist und der hat schwarz gestunken, halt gut, das ist ein Diesel, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Dreck ist. Rauchende Schlote, Symbole des Wohlstands. Dadurch, dass ich ein schwerer Raucher war, ab meinem 14. Lebensjahr, ist mir die Luft, wenn ich gerade nicht geraucht habe, immer ziemlich gut vorgekommen. Daran siehst du es, genau, der Mensch ist eine Sau. Wir waren immer 4 Wochen am Attersee im Sommer. Da sind die WCs ungereinigt in den See gegangen. Die sogenannte Attersee-Krankheit, der Durchfall der ersten Tage, bis man sich gewöhnt hat, war sprichwörtlich. Daran siehst du es, genau, der Mensch ist eine Sau. Seit Freitag vorige Woche hat der Konsum eröffnet. Also das war schlagartig, am Freitag war das Geschäft bei uns ganz leer. Im Handel findet eine Revolution statt. Die Supermärkte waren damals für mich die Errungenschaft der Moderne. Mit den großen Reisetaschen, mit den Reisekoffer, sind wir zum Eisenberger, zum Bambam oder zum Löwe, weiß nicht, wie die damals geheißen haben, gefahren und haben eingekauft. Man hat sich eine Stunde hinstellen können und schauen können, was da jetzt das Richtige ist. Ja, da gibt's viel. Das war für mich irgendwie eine Art Freiheit. Die Großen kommen, die Kleinen gehen. Ja, die Leute haben gewandt und ich hab gewandt. Also blöd. Und das zeigt, dass es uns dank des Fleißes aller Österreicher von Jahr zu Jahr besser geht. Immer nicht dran, immer nicht dran, immer nicht. Es wird gekauft, es wird gespart. Immer
Und der Schilling ist was wert. Nicht nur die Preise steigen ständig. 31. Oktober, Weltspartag. Auch die Sparzinsen. Fleißig lernen, fleißig sparen, bringt Erfolg in jungen Jahren. Spar in der Zeit, so hast in der Not. Danke. Plötzlich, mitten im Aufschwung, eine Krise. Und in den 70er Jahren hat man sich wegen der Energie überhaupt keine Gedanken gemacht. Das nicht nur die Sportler, sondern niemand hat sich Gedanken gemacht. Es ist eh alles so in Hülle und Fülle. Der erste Hauch von Globalisierung aus dem Nahen Osten kommt kein Öl. Der Schock war an der Zapfsäule dann an. Die Benzinpreise explodieren, der Sprit wird rar. Man hat das erste Mal gemerkt, der Holter, die Polter, es gibt auch irgendwo Grenzen. Das war ein Alarmzeichen. Es muss etwas geschehen. Ein Pickel muss her und das Auto an einem Tag zu Hause bleiben. Theoretisch. Habe ich da schon ein Auto gehabt? Ja, habe ich ein Auto gehabt. Habe ich sicher das Pickel drauf gehabt? Nein, da haben wir eh zwei Autos gehabt. Daher waren halt zwei Pickel drauf. Man ist immer gefahren. Österreichisch gelöst. Über Alternativen im Straßenverkehr wird ernsthaft nachgedacht. Das war nachher schon irgendwie so suspekt. Wir werden Ihnen heute zeigen, wenn Sie uns die Heimat rauben. Wir hatten kein Vorbild sozusagen für unseren Aufstand. Erstmals rührt sich gegen den Fortschritt Widerstand. Gegen ein Kraftwerk in Oberösterreich, in einem kleinen Dorf in Molln. Der Verlust unseres Tales war uns ja nicht gleichgültig. Haben die Molner bei einer demokratischen Volksabstimmung sich gegen einen solchen Anschlag auf ihre Heimat ausgesprochen? Ja! Es war für uns alle völlig neu. Leben wir in einer Demokratie? Wir kämpfen, bis wir das Werk zum Fall gebracht haben. Und da wollen wir kämpfen, bis zum Letzten. Mit jeder uns zur Verfügung stehenden Form, mit jedem uns zur Verfügung stehenden Mittel. Und wenn es gar nicht geht, haben wir es mit dem Regenschirm aussehen. Die Bürger waren die Gescheiteren. Und wir haben das zur Kenntnis genommen. Wir spielen das Heimatland, ich bitte, die Hütte abzunehmen. Denn damals hätte auch niemand an einen Nationalpark gedacht. Und heute ist er da. Der Nationalpark Kalkalpen. Mein Hauptziel ist jetzt erstens einmal heiraten. Ich möchte gerne heiraten. Ja, ich werde heiraten. Bitte das Brautpapier. Ich schau dich an und glaube es noch kaum. Eine Hochzeit nach der anderen. Kein Wunder. Eine Frage der Politik. Das Leben. Reform heißt geben, nicht nehmen. Kreiskis Regierung spendiert 15.000 Schilling zur Haushaltsgründung. Das Wunder aller Wunder ist die Liebe. Ich habe die Möglichkeit gehabt zu heiraten und Kinder zu kriegen und in die Kirche zu gehen und am Herd zu stehen. Ein Mann sollte immer irgendwie über einer Frau stehen, nicht? Ich habe früh geheiratet mit 21, meine Frau war 19 oder ich war ihr Vormund noch. Die Mutter kauft ein. Er hat entschieden, ob sie arbeiten gehen darf. Er hat entschieden, wohin die Familie zieht. Der Vater arbeitet. Eine Frau ist eine Frau und kann niemals gleichberechtigt sein mit einem Mann. In unserem Gesetz aus dem Jahre 1811 heißt es noch immer, dass der Mann das Haupt der Familie ist. Das halten wir für längst überholt. Frauenministerin gibt es keine. In der Regierung forciert ein Mann die Emanzipation. Christian Broder, der Justizminister. Eigentlich müsste man von der Ära Broder sprechen und nicht von der Ära Kreisky. Denn der hat die dramatischen und bleibenden Reformen
durchgeführt. Das hat die Gesellschaft verändert. Wir können das heute kaum begreifen, dass 1975 formell die Gleichstellung von Frau und Mann in der Ehe passiert ist. Frauen mit Krawatten mitten in Männerwelten, ein ungewohntes Bild. Nicht alle sind damit glücklich, es gibt Kritik. Wir haben jetzt in Wien 34 neue Politessen mehr, aber nicht um einen Parkplatz. Trotz der Reformen, die Aufstiegschancen für Frauen bleiben gering. Männer waren die größten Schwierigkeiten. Überall, wo man sich vorgestellt hat, ist ein Mann vorgestanden. Und der hat dann gesagt, naja, in ein, zwei Jahren haben sie ein Kind, dann sind sie für mich nicht mehr brauchbar. Für viele Frauen heißt die neue Realität Akkordarbeit. Ach Gott, ich habe gedacht, die wird ihr. Monotonie, Stress, stundenlang. Ich habe gedacht, die verblödet doch komplett. Finanzielle Unabhängigkeit, Zusatzeinkommen. Mehr Belastung. Frauen arbeiten überall. Ich bin der Ansicht, dass Geschirrwaschen Sache der Frau ist. Auch mein Mann lehnt Geschirrwaschen ab. Und ich empfinde das als richtig, weil das eine Arbeit der Frau ist. Wohlstand nun auch für die Arbeiterschicht. Vieles wird erschwinglich. Unser Plattenspieler steht im Wohnzimmer. Unser Staubsauger steht im Abstellraum. Unser Mixer steht in der Küche. Unser Fernsehapparat steht im Vorzimmer. Na, wie gefällt dir mein neuer Apparat? Hm? Fabelhaft, gell? Herr Moser schaut sich alle Sendungen an. Herr Novak meint, Fernsehen macht krank. Das Vierteltelefon, ein wahrer Segen. Wohin soll man telefonieren? Wenn dich nie mit Hallo. Telefoniert schon wieder der Nachbar. Stundenlang. Auf den Straßen heiße Höschen. Finden Sie ganz fesch zur Erheiterung des Gemütes. Uns ist es egal, denn im Verkehr machen Sie uns keine Schwierigkeiten. Ehrlich gesagt, was soll man heute als Priester dazu sagen? Ein Wort prägt dieses Jahrzehnt. Insel? Eine Insel. Eine besondere Insel. Waren wir teilweise, also wenn wir uns vergleichen mit Deutschland damals. In der ganzen Welt wurden wir bewundert. In Österreich lief wirklich vieles sehr günstig. Bis dahin war Österreich ein Wirtschaftswunderland. Ja, und ist es noch immer. Insel der Seligen. Insel der Seligen. Die Insel der Seligen. Insel der Seligen. Der Seligen. Insel des Seligen. Ja, versuchen wir heute auch noch zu sein. Weil uns so gut gegangen ist. Durch die Neutralität habe ich das auch als Insel der Seligen empfunden. Das weiß nicht. Ich kann nur daran erinnern, dass Papst Paul VI. Im Vatikan gesagt hat, dieses Österreich ist eine Insel der Glückseligen. Wenn ein Papst eine solche Aussage trifft, würde ich es nicht als ein wissenschaftliches Statement halten. Auf der Insel der Seligen jede Menge Konflikte.
Zweisprachige Ortstafeln sorgen für einen Volksaufstand der Deutschkärntner. Österreich hat sich im Staatsvertrag zum Aufstellen verpflichtet. Hass, Angst, Selbstjustiz. Proteste gegen den SPÖ-Landeshauptmann. Sogar der Kanzler wird attackiert und antisemitisch beschimpft. Es muss allmählich, glaube ich, doch die Vernunft siegen. Der internationale Terror macht vor Österreich nicht Halt. Trotz der guten Kontakte des Kanzlers in die arabische Welt. Die OPEC in Wien wird überfallen. Schüsse, Tote, mitten in der Stadt. Die Terroristen bekommen freies Geleit. Oberstes Gebot ist, die Menschenleben zu retten. Die Fristenlösung emotionalisiert, treibt Katholiken und Feministinnen auf die Straße. Vater im Himmel, du siehst unsere Bedrängnis und unsere Not, in die wir durch ein ungerechtes Gesetz geraten. Weil Sodom und Gomorra wird ausbrechen, wenn dieses Gesetz durchgeht. Es gibt heikle Themen, die natürlich traditionell verwurzelt sind. Das ist zum Beispiel Abtreibung. Irgendwo, entschuldigen Sie das harte Wort, ist es doch Mord. Abtreibung ist Mord. Es gibt kein anderes Wort. Abtreibung ist Mord. Die Fristenlösung ermöglicht den Schwangerschaftsabbruch bis zum dritten Monat. Zuvor war das illegal. Frauen mussten dafür ins Gefängnis. Wenn ich jetzt in die Lage käme, dass ich ein viertes Kind bekommen müsste, würde ich abtreiben. Also ich würde es auf jeden Fall tun. Töten, unschuldiges Leben, das ist doch wirklich etwas Schmutziges. Laut katholischer Kirche ist das schwer verboten, obwohl natürlich sehr viele Katholiken abgetrieben haben. Ein solch modernes Österreich wollen wir nicht. Das war damals eine sehr mutige Positionierung der Sozialdemokratie. Kardinal Franz König reiht sich in die erste Reihe der Demonstranten. Ich bin der Überzeugung, dass alles vermieden werden soll, was geeignet erscheint, einen neuen Kulturkampf in unserem Lande zu entfachen. Interessant war ja, dass Kreisky die Sache auch nicht angenehm war. Kreisky hat ja damals sogar gefürchtet, dass die Fristenlösung ihm bei der nächsten Wahl schaden würde. Bruno Kreisky, seit 5 Jahren der Kanzler. Die Zeitungen sind in Österreich besser geworden. Absolutes mediales Genie. Ein großer Politiker. Sonnenkönig. Kommunikator. Medienkanzler. Die Journalisten haben ihm aus der Hand gefressen. Natürlich hat man ein rosa Filter ein bisschen gehabt. Aber Kreisky hat gesagt, das war wie der Führer hat gesagt. Ein bisschen langsam geredet hat er halt. Ich wiederhole, was ich immer gesagt habe. Der hat aus der Pause heraus einen Satz dann gesagt, den haben alle gehört und der hat die Adressaten alle erreicht. Ich bin der Meinung. Lernen Sie Geschichte, Herr Redakteur. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Ich habe immer gesagt, es ist ein riesiges Glück, dass Kreisky ein Demokrat ist. Weil eigentlich hat man ihm gefolgt wie einem faschistischen Führer. Er hat ja auch etliche wichtige Leute persönlich erledigt. Ein absoluter Machtmensch. Wow, das ist irgendwie, also dem die Hand geben, war ja schon ein erstrebenswertes Ziel damals. Die SPÖ war allmächtig und Kreisky war der liebe Gott. Gott sei Dank, das war nach einem Rezept eines großen Meisters. Die SPÖ hat Zulauf wie nie zuvor. Der ist gekommen und das war halt so wie der Stromkassier. Servus Josef, komm mit dem Mitgliedsbeitrag kassieren, hast du ein bisschen Zeit? Ja, bitte. Die Genossen sollen der Partei treu bleiben. Und zwar, glaube ich, tun wir wieder einen Monat kassieren wie üblich. Ne? Dafür sorgt der Kassier. Volle Marke, ne? Das ist eine Vormarke und das andere ist eine ermäßigte für die Karte. In den 70er Jahren waren das 700.000 bis 800.000 Mitglieder, hatten beide Parteien. Also, das wär's dann, ne? Gut, danke. Die Großparteien schauen auf ihre Stammwähler. Mit Parteibuch geht vieles leichter. Über die Parteien sind vermittelt worden Jobs, über die Parteien sind vermittelt worden Wohnungen.
plus, plus, plus. Ja. Müssen wir da wieder ein bisschen was tun, ne? Ich weiß, ich Günther, weiß. Der suchen machen wir den Jänner, ne, ja. Damit er im Februar wieder vorbeikommen kann, damit wir werden. Doch, der gehört den auch. Kurz vor der Wahl 75. Die aufrichtige Anteilnahme gilt auch der österreichischen Volkspartei. ÖVP-Obmann Karl Schleinzer verunglückt tödlich. Die Partei sucht nach einem, der gegen Kanzler Kreisky antritt, sich für die Volkspartei opfert. Na, geopfert, da hört's auf, aber die Stur dann nachgesagt hat, habt's mich gern und war wieder angefahren, wär's nicht gewesen. Aber wurscht, die haben mich breitschlagen lassen, hab's gemacht. Als das gekommen ist, war der Eindruck nicht, der putzt den Alten jetzt. Er hat eine Parteitagsrede damals gehalten, wo man gesagt hat, wow. Die Nationalratswahl am 5. Oktober muss so ausfallen, dass die SPÖ auf jenes Maß reduziert wird, wie es für die Demokratie noch erträglich ist. Ja, das und der Busik haben ein Feuerwerk abgezogen, wo man gesagt hat, bums die. Das habe ich überhaupt nie als Konkurrenz gesehen. Dass das nicht wählerwirksam ist, das musste eigentlich jeder wissen. Es geht um die absolute Mehrheit der SPÖ. Kreisky will keine Koalition mit der ÖVP, eher eine mit der FPÖ unter Friedrich Peter. Taus hofft trotzdem auf eine Wende. Dies aber ist kein Wahlplakat, wiewohl es ein Wahlplakat sein könnte. Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky, Dr. Josef Taus. Eine weitere Vorstellung der beiden Herren erübrigt sich wohl. Ich hätte bis zum Fernsehduell nie gewettet, dass Kreisky noch einmal die absolute Mehrheit schafft. Genau zitieren. Ich zitiere wörtlich. Genau. Herr Dr. Nicht, Taus. Nicht Professor. Herr Dr. Taus. Ich bin überzeugt davon, dass der Kreisky damals bei den Leuten besser angekommen ist. Gar keine Frage. Ich zeige schon wieder mit dem Finger, das ist ganz schlecht, soll ich nicht tun. Nein, das stört mich gar nicht. Ja. Gebe ich ihn weg. Er hat mir leid getan. Wir kennen uns, aber Sie haben immer so eine gouvernantenhafte Art, mir zu sagen, wie man sich gut verhalten soll. Nicht mit dem, letztes nicht Mal mit dem haben wir schon darüber. Die Österreicher haben nie etwas von Wirtschaft verstanden. Daher konnte Kreisky wirklich punkten. Das heißt, Sie operieren hier mit Zahlen, die nicht ganz stimmen. Aber wahrscheinlich hat der Taus inhaltlich viel besseres Material dort gehabt. Ja. Er hat es nicht präsentieren können, weil der Kreisky in der Aktentasche irgendwas gesucht hat. Der hat leere Planung, glaube ich, drin gehabt. Wurstsemmel. Wahrscheinlich hat er das Wurstsemmel gesucht oder ob er ein Essiggurkel dabei hat oder was. Hat einfach nicht einmal zugehört, was der gesagt hat. Nun sage ich Ihnen meine Auffassung. Durch Ihre expansive Budgetpolitik. Es ist mir ein bisschen zu weit gegangen, aber es ist in der Bevölkerung gut angekommen. Und ab da war das so eine Chance. Und dann hat man einfach nichts mehr von ihm gehört. Er konnte sich nicht in Szene setzen. Berücksichtigung der Inflation, die ja immerhin rund 9% beträgt. Taus scheitert, Kreisky triumphiert. Noch mehr Stimmen, noch mehr Macht. Wieder eine SPÖ-Alleinregierung. Ich hätte ihm so wahnsinnig gern die absolute Mehrheit der Stimmen. Genau, ist mir nicht gelungen. Aus. Kurz nach der Wahl plötzlich Diskussion über FPÖ-Chef Friedrich Peter. Nazi-Jäger Simon Wiesenthal veröffentlicht Details über Peters Kriegsvergangenheit. Streit, Diffamierung, Prozesse folgen. Mein Vorwurf geht dahin, dass Peter einer SS-Formation gehört hat, die unschuldige Zivilisten, weil sie Juden waren, mordete. Das ist eine Mafia, die hier am Werk ist. Ich halte es für unverantwortlich. Die Empörung des Kreisgibs ist nachvollziehbar und berechtigt. Der ist halt explodiert, ja. Das, was hier diese Mafia macht, ist unerhört. Da hat man zeitweise bei Tod den Eindruck gehabt, er ist ein bisschen angeremmt in der Frage. Die Methoden einer quasi politischen Mafia, ja. Die Art der Reaktion war überzogen. Und unpassend. Wenn man ganz und gar ein Österreicher sein will, dann muss man da ein bisschen ein Antisemit sein. Dass man den Kreisky zum Antisemiten gestempelt hat, das fand ich sehr beschämend und grauslich. Es ist das vielmehr für mich eine Affäre. Wiesenthal als eine Affäre. Die persönliche Rolle des Herrn Peter innerhalb dieser Brigade ist uns noch nicht bekannt. Dass wir heute mit derartigen Dingen konfrontiert sind. Dem Peter glaube ich auch, das war nicht nur ein SS-Mann, der war schon auch ein Geläuterter. Er war nicht nur ein Arschloch. Worauf die Wiener Kinder stolz sein können. Wir sind stolz auf unseren Stephansdom.
Der Wiener Dialekt ist die reinste und sinnvollste Fremdsprache, die es innerhalb des deutschen Sprachgebietes gibt. Heuer war Zwölfe, da wird noch dankbar hören. Heuer war Zwölfe, es soll doch endlich gehen. Alles erhebt sich. Heuer war Zwölfe, es willst darin mein Weh. Dieses dunkle Wien, wo es Anfang der 70er noch den Gehsteig hochgeklappt haben um Zähne. In der Beziehung ist bei uns zum Scheißen. Und Wien, wirklich so graue, böse, unfreundliche Stadt. Weil Wien ist und bleibt, ja, die Stadt zum Sterben. Wir lieben unsere Heimatstadt. Die Städte wachsen, der Wohnbau floriert. Man sperrt Leute hinaus irgendwo an den Rand der Stadt und baut dort einfach Wohnsilos, Betonsilos. Da hat niemand was zu suchen, wir wollen unsere Ruhe da haben. Liegebatterien, ne? Proletarische Liegebatterien. Wo wir sind in Europa, sie deppt sie, nein, na freilich, na. Dann vielleicht typisch noch. Ja. Hust dir das an, die könnten da singen und tanzen. Na, was sagst du dazu? Natürlich ist da unglaublich viel passiert. Sag mal, ich hab den Fisch in der Hand, ja. Dann ist er schon gleich einmal flippt. Ja, das ist dann eh flippt gut. Er, dann flippt er, dann geht er da runter und dann flippt er, ja. Da vorne einer lasse ich nicht. Aber ich kann den Fisch fallen lassen, dann hat er nicht zu machen. Ein stillgelegter Schlachthof, eine Besetzung, eine Jugendbewegung. I'm the loneliest man. Die Arena soll das erste autonome Kulturzentrum werden. Nichts ist schöner als unsere Arena. Da geht es ja um Kultur vom Volk und nicht mehr um Kultur ins Volk. Die Stadt Wien ist dagegen. Baugrund ist wichtiger. Das sind die letzten Vorstecker von ganz Wien. Wundern sie sich waren, alle so frustriert sind. Dennoch, die Jugend hat sich endlich bemerkbar gemacht. Das war für Wien und vielleicht auch für Österreich ein ganz großer Schritt für die Kultur. Der Wohlstand macht's möglich. Urlaub fernab der Insel der Seligen. Mallorca, ein Paradies für Pensionisten. Das Klima vertragen wir da wunderbar. Der Winter zu Hause, der tut mir immer weh. Weil in Wien muss man ja auch leben, hier sparen wir die Heizkosten in Wien. Music drives me crazy. That's the way to get groovy. Da muss man jung und gesund bleiben, nicht? Für andere sieht die Welt ganz anders aus. Wissen Sie, wo Sie sich jetzt befinden? Neins. Das heißt jetzt Pflegeheimleins. Zimmer mit 20 Betten. Nein, ich bleib nicht da. Ich geh wieder zu Hause. Egal ob Spital, Kinder-, Jugend- oder Altersheim. Abgeschoben, aufbewahrt, interniert. Das war wirklich, es war Nazi. Hätten wir's nicht, so täten wir's nicht. Hätten wir's nicht, so täten wir's nicht. Die Haltung war Nazi-Spital. Das war Wahnsinn. Dass man diese Sachen nicht abgeschüttelt hat. Man lebt ja nur so kurze Zeit, um nicht zu leiden. Das Gift im Glas, wer nennt mir das? Macht viele dumm. Bringt Menschen um. Er ist mit einem PKW gegen einen Traktor gefahren. Fahren und trinken. Eine Selbstverständlichkeit.
ist dieser Auffahrunfall, ja? Navikulare, ne? Ja, das ist hier. Angurten, Sturzhelm tragen, eine Seltenheit. Heißt Alkohol, tut keinem wohl. Ich trinke ihn nicht, den bösen Wicht. Ja, gut, ich bin ein Seifer, das stimmt genau. Das Nächste, woran Sie sich erinnern können. Dass ich gefallen bin. Auch andere Lebensgewohnheiten fordern Opfer. Wir wollen gesund bleiben. Wir essen viel Obst, Gemüse. Wir trinken Milch und Fruchtsäfte. Wir fangen nie zu rauchen an. Die Herzinfarktproblematik ist dann schon virulent geworden irgendwann. Dass man so langsam, slightly langsam ins Laufen und ins Turnen. Fett mit Ö3. Dann wird's gar nichts los. Guten Morgen, hier spricht Ilse Fuck. Wir machen heute einen Liegestütz. Sie wissen ja, nur die Hände aufstützen, die Füße und dann die Arme beugen und strecken. Stimmen Sie sich an die Bar, es sind ja viel Möbel zerstört worden, weil die Leute die Stabilität ihrer Möbelstücke überschätzt haben. Uli, wer ist denn das heißige Herst? Was ist denn das? Österreichs Athleten sorgen für Furore. Hans Orsolitsch boxt sich zum Europameister. Gehst du eine ins Häusi? Gehst du eine? Jochen Rindt wird Österreichs erster Formel-1-Weltmeister. Er verunglückt tödlich. Es gibt andere Menschen, die sind von Geburt aus viel scheißlicher, wie ich jetzt ausschaue. Nur kann ich immer sagen, ich war ein Unfall gehabt. Zweifacher Weltmeister Niki Lauda. Er entrinnt dem Tod nur knapp. Fährt weiter, hört auf, fährt weiter. Wozu fahre ich jetzt da mit meinen 25 Kollegen im Kreis? Skilegende Karl Schranz wird von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Österreich tobt. Das war ja wahnsinnig. War ja schreckende Sache, ne? Ich habe das so über mich ergehen lassen. Da stelle ich ein bisschen die Ohren auf. Das war schon wieder zu viel Heldenplatz. Ich habe mich nie als Held gesehen. Sehr positive, emotionale Zugehörigkeit. Da sieht man, da hat sich die österreichische Seele beleidigt gefühlt. Das fand ich absurd. Ich erkläre Innsbruck 1976 für eröffnet. Ich wollte nicht haben, dass ich nächsten Tag in den Spiegel schaue und sage, ich war zu feig, alles zu riskieren. Der goldene Franz, Kaiser der Abfahrt, Olympiasieger im eigenen Land, ein historischer Triumph. Die Nation zu vertreten, das macht einen sehr stolz. Und das ist schon ganz ein spezielles Gefühl. Der Klammer Franz ist ja der Held gewesen, ne? Also was Besseres hätte uns ja gar nicht passieren können. Annemarie Moser-Pröll, fünfmal hintereinander Gesamtweltcup-Siegerin. Ich fahre besser und ich mache mir eigentlich keine Gedanken, warum. Österreichs Jahrhundertsportlerin. 71 habe ich den ersten Gesamtweltcup gewonnen. Und es waren 10.000 Leute in Kleinal. Das kann man sich nicht vorstellen, wie es da herinnerzugegangen ist. Beim Gasthaus Guckenberger waren sofort alle Würstel verkauft. Das war Chaos pur einfach. Aber wunderschön. Hallo, wir. Gratuliere. Sogar im Fußball Erfolge, Sternstunden bei einer WM. Das ist Sportgeschichte. Cordoba wird nie vergessen werden. Und wenn ich einmal nimmer mehr lebe, wird man Cordoba erwähnen, weil Cordoba 78 war der Sieg Österreich gegen Deutschland. Kranke,
wir haben sie besiegt. Und auf das sind wir stolz, zu Recht. Und das wird noch sehr, sehr lange dauern. Jetzt bin ich aufgestanden, jetzt haben wir es geschlagen. Und Johanna Steinhauser-Proksch, vierfache Weltmeisterin im Maschinenschreiben. Das alles hat das Selbstbewusstsein der Österreicher enorm gestärkt. Ja, das weiß ich nicht. Da können sie es nicht reinhauen. Da kannst du zwischen wie der Atommüll ausschauen. Atommüll. Ein Atomkraftwerk spaltet das Land. ...1978 soll Zwentendorf in Betrieb gehen. Die Gegner fordern eine Volksabstimmung. Der Kanzler grantelt. Ich habe es nicht notwendig, mich von ein paar Lausbuben so behandeln zu lassen. Das sind die Methoden, die angewendet werden von terroristischen Gruppen. Dem beuge ich mich nicht. Dieses Werk steht, es hat Milliarden gekostet, es darf nicht verrotten. Zwentendorf. Das war für mich eine Katastrophe. Ich habe das damals für eine verfehlte Energiepolitik gehalten. Zwentendorf ist an mir relativ spurlos vorbeigegangen. Ich war auch plakatieren. Mein damaliger VW war ausgestattet mit einem Leinkübel und Plakaten. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich damals abgestimmt habe. Kreisky verbindet sein Schicksal mit der Abstimmung, droht mit Rücktritt. Er in seiner Macht und Herrlichkeit hat den Österreichern zur Kenntnis gebracht, wenn ihr anders stimmt, als ich das wünsche, dann gehe ich. Milliardstimmen. 50,5% Nein-Stimmen, also eine Niederlage für die SPÖ. Da hätte ich erwartet, dass ein Mann ein Wort auch wirklich gibt. Die SPÖ will ihren Kanzler nicht gehen lassen. Eine Generalvollmacht der Partei soll ihn umstimmen. Diese Generalvollmacht haben alle, die sie ausgestellt haben, nicht genau gewusst, was es ist. Und dann ist er nicht zurückgetreten. Dass Zwentendorf durch den negativen Bescheid des Volkes als Thema verschwunden war, konnte es kein Wahlkampfthema werden. 1979, ein gesundheitlich angeschlagener Kanzler mit Generalvollmacht zieht in den Wahlkampf. Kreisky. Österreich braucht ihn. Das Spiel also der Volkspartei scheint mir nicht aufgegangen zu sein. Nämlich Zwentendorf zu bekommen und mich loszuwerden, beides immer zu viel verlangt. Die Herausforderung. Das Alte muss Platz machen für das Neue, das Bessere. Die Volkspartei setzt wieder auf Josef Tauß. Die Herausforderung. Und ich traue es mir daher auch zu, mit der guten Mannschaft, die wir haben, die Firma Österreich gut zu führen. So sehe ich diese Dinge. Die Herausforderung. Bei der FPÖ ein neuer Mann, Alexander Götz. Er will mit Tauß einen roten Kanzler verhindern. Götz ist im Kommen. Im Wahlkampf fällt ein Satz für die Geschichtsbücher. Und wenn mich einer fragt, wie denn das mit den Schulden ist, dann sag ich ihm das, was ich immer wieder sage. Dass mir ein paar Milliarden mehr Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten, als ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr bereiten würden. Na ja, mein Gott, so kann man es nicht sagen, weil dann sagt man den Leuten, wurscht, was ist, wir können eh alles machen. Wir haben alles, wir hauen halt das Geld aus. Er hat nicht in den Summen am Ende so wahnsinnig viel Schulden explodieren lassen. Es wurde diese Periode immer als die Schuldenmacherperiode propagandistisch schlecht gemacht, aber das hat nicht zugetroffen. Aber er hat das Gefühl vermittelt, dass Schulden eh wurscht sind. Dass die Wähler sagen, ja, Staatsschulden sind Staatsschulden, Hauptsache uns geht's gut. Neue Straßen, U-Bahnen, Tunnels, Vollbeschäftigung. Der derzeit längste Straßentunnel der Welt ist offiziell eröffnet. In Österreich eine Arbeitslosenrate von 2%. Davon
können Arbeitslose heute nur träumen. Österreich hat nie mehr in der ganzen Kreisky-Zeit als 60.000 Arbeitslose gehabt. Der Sonnenkönig am Gipfel der Macht. Wieder die absolute Mehrheit. Keiner davor, keiner danach hat so viele Stimmen und so viel Zuspruch bekommen. Das ist eine herbe Enttäuschung für uns selbstverständlich. Der erfolgreichste Parteipolitiker der Zweiten Republik war er für mich. War er. Aber das sind die Fakten, da kann ich nichts dagegen tun. Schade, nicht? Ich hätte gern gehabt, das wäre Schwarzer gewesen. Aber er weiß, er war ja, wie lange war er Kanzler? 13 Jahre. Ein Jahrzehnt, ein Kanzler, eine Ära. Mit vielen ungelösten Problemen. In den 80ern wird es auf der Insel der Seligen politisch komplizierter werden. Kreisky hat ja dem Österreich plötzlich eine über die Grenzen hinausgehende Identität gegeben. Dass er wirklich vermittelt hat, dass es internationale Zusammenhänge gibt. Er hat plötzlich Weltpolitik gemacht. Seine Leistung war, den Österreichern wieder Selbstbewusstsein zu vermitteln. Die österreichische Identität ist besonders gestärkt worden. Kreisky war imstande zu sagen, wir sind wer. Absolut dieses Gefühl hat man gehabt. Der hat dadurch auch eine Emotion getroffen. Stolz. Ein Österreicher zu sein. Dieses Gefühl hat man gehabt, wir sind wer, wir werden beachtet, wir spielen eine Rolle. Das war ein wirklich beeindruckendes politisches Modell. Nein, ich war begeistert, dass Österreich eine Rolle in der Welt wieder hat, die es zuletzt im Kaiserreich gehabt hat. Ja, ja. Das ist das Werk unserer gemeinsamen Arbeit. Viele Länder hat die Erde, sind gar groß und schön und reich. Doch nur eins ist meine Heimat. Und das ist mein Österreich.